Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 61 der Gender Agenda Satan und die Musikindustrie mit der Folge Peter Gabriel, die zweite, quasi die Auflösung der Eule. Und dabei bin ich jetzt hier im Format Stunde der Wahrheit verbunden mit dem Jörg, der hier Co-Moderator, Produzent und helfendes Händchen mit allen möglichen technischen Finessen ausgerüstet im Hintergrund ist und der sich jetzt gerade zugeschaltet hat. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Ich fühle mich ein bisschen hier wie der Robin bei Batman, weißt du? Das ist schlecht. Da musst du dauernd irgendwelche Häuser hochkraxeln und so. Naja, das geht auf die Gelenke. Ich meine nur, dem Meister dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, zuarbeiten so. Und hier und da mal eine lustige Bemerkung machen, dass die Leute merken, ach guck mal, der Jörg ist auch noch da, außer wenn man die Bibel liest. Sehr interessant. Ich meine, Peter Gabriel wird ja jetzt assoziiert mit der Eule. Du alter Vogel, kann man zu dem ja dann sagen. Finde ich sehr interessant, diese ganzen Geschichten über die Eule. Ich habe auch ein bisschen was Neues gelernt und ich freue mich drauf, heute ja, oder jetzt in dieser 61. Sendung was weiteres zu lernen. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was die nächsten 10 Sendungen noch kommt, weil du hast ja 12 versprochen mit Peter Gabriel. Also von daher sage ich mal, Ton ab, Michael. Ja, wir waren ja bei der letzten Sendung so ein bisschen ans Cliffhanger mit der Eule stehen geblieben. Wir haben ja gesagt, dass in der Sendung Twin Peaks zum Beispiel da die Eule eine ganz, ganz extreme Rolle spielen, weil sie beispielsweise auch für oder dem Mörder zuarbeiten, drücken wir es mal so aus, ne? So, und deswegen habe ich mir so ein bisschen mal angeguckt, weil ich die Serie nicht nur interessant gemacht fand, der heutzutage natürlich satanisch finde, logischerweise, aber interessant gemacht fand, habe ich mir mal angeguckt, guck mal, das ist ja, hat ja auch einen gewissen Sinn und Zweck und Hintergrund, warum die Serie da so gemacht worden ist. Und wie gesagt, ich komme ja gleich mit Peter Gabriel wieder auf die Spur zurück sozusagen. Ne? Also bitte nur noch ein bisschen Geduld. Ja, und das ist eben dieser Snoqualmie Falls. Das ist also ein Wasserfall. Ich finde den total toll gelegen und ich finde ihn also auch von der Naturlandschaft wunderbar, wenn man sieht, was unser allmächtiger Gott alles geschaffen hat, welche Fauna und Flora, welche großartigen Kreationen da wirklich geschaffen worden sind. Da stehe ich immer staunend vor wie ein kleines Kind und sage, boah, Wahnsinn, da in dieser ganzen Schöpfung manifestiert sich einfach Gott. Ja, wenn man da in der Natur steht und sich alles anguckt und dann sagt, das ist alles aus Zufall und aus dem Stein entstanden. Also, sorry, da habe ich keinen Draht zu. Da kann ich halt einfach nicht, da komme ich auch sowas nicht. Ich sehe halt in allem, was da lebt, sehe ich halt einfach Leben. Und ich finde das so klasse. Ich wollte dieses Bild einfach mal mit euch teilen. Römer 1,20, Bruder, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja. In jedem Kleinen und sicher auch im Großen, wunderbar, Schöpfung wie dieses Bild hier, sieht man Gott. Ja, man muss ja nur Augen haben zum Sehen, dann sieht man ihn. Genau, ja. So, und dieser Wasserfall ist also da als Hauptbestandteil von Twin Peaks, weil er in der Musik, in der Filmmusik da erwähnt wird und in der Filmmusik dann auch gezeigt wird. Das ist jetzt alles gar nicht unser Thema. Unser Thema ist Peter Gabriel und die Eulen. Aber ganz kurz, gestattet mir bitte noch eine Zwischenbemerkung hier mit Snoqualmie Falls. Dieser Snoqualmie Falls ist eben benannt worden nach den Snoqualmie People. Das sind dann modernen Ureinwohner sozusagen. Und diese nutzten ihn als Grabstätte. Vor allen Dingen war der Wasserfall ihrem Glauben nach der Ort, an dem der Mensch durch den Mond erschaffen wurde. Des Weiteren war er eine Kultstätte, an dem die Gebete mittels der Gischt emporgetragen wurden. Jetzt überlegt mal, dass eben da dieser Wasserfall direkt am Anfang dieses Liedes von Twin Peaks und dieses Intros, was ich jetzt nicht noch eingeblendet habe, hier erwähnt wird. Das heißt, dieser Ort ist also auch ein Kultort. Das heißt, dieser Ort ist nicht unbedingt zufällig ausgewählt worden. Ne? Und wenn man überlegt, dass also der Mensch zu ungefähr 70%, je nach Alter, aus Wasser besteht, ist also hier die Referenz beispielsweise dazu, da kommt ja auch dieses Human her, ne? Halb also Seele und Wasser, was wir in den Folgen von dem Freddie Mercury gemacht haben. Ich glaube, das war Queen Nummer 7 oder so. Deswegen fand ich das ganz interessant, dass die das hier gesagt haben, dass eben der Wasserfall ihren Glauben nach eben der Ort ist, nach dem der Mensch erschaffen wurde. Da ist ja vom Mond erschaffen wurde, okay? Aber die haben ja den Mond angebetet. Aber Wasser und Leben, da haben wir wieder die Reminiszenz.
die steht ja auch so ähnlich in der Bibel drin. Ich habe jetzt den Vers nicht, aber wir haben es ja in verschiedenen Sendungen schon mal beleuchtet. Ne? Okay, machen wir weiter. Ich habe euch nochmal ein tolles Bild gemacht da rein, mit Regenbogen und so weiter. Also es ist einfach fantastisch. Ne? Es ist einfach fantastisch. Ja, wenn wir ein Geruchsfernsehen hätten, dann würdet ihr jetzt alle da lächeln und ganz entspannt sein. Gut. Die anderen Sachen, die da drunter stehen, braucht man nicht ungefähr. Das ist nicht so wichtig. Aber interessant ist hier, an den Snoqualmie Falls schuf der Schöpfer, also nach den Snoqualmie People, schuf der Schöpfer erstmals Mann und Frau. Und von hier führt eine Verbindung zum Himmel. Der Wasserfall ist dem Stamm noch heute heilig. Ne? Nochmal eine Bestätigung meiner Vermutung, dass es eben so sein könnte, dass dieses halt ein gewisser Kultort ist und nicht zufällig ausgesucht worden ist durch den David Lynch. Okay, was sehen wir noch in diesem Black Lodge? Da sehen wir die Venus von Milo. Und gleich werdet ihr einen Lachkrampf kriegen, glaube ich. Und diese Venus von Milo, ja, ist ebenso eine römische Göttin, die eigentlich der Aphrodite entspricht, also die Göttin der Liebe, also die Göttin der Liebe, bevor ich mir einen drüber kriege, die Göttin der Liebe im römischen heidnischen Glauben, mit abgehauenen Armen, okay? So, zwischen 100 und 130 vor Christus da irgendwo mal zusammengekleistert oder zusammengehauen, damals wahrscheinlich noch komplett. Und dieses Ding steht im Louvre in Paris, wo ja auch andere unmögliche Dinge hängen. Und diese Venus von Milo beispielsweise, die zieht sich jetzt hier durch ein paar interessante Dinge rein. Die interessanten Dinge sind rot markiert. Habt erstmal so ein paar Sachen von vorne, von hinten, damit ihr die Dame genießen könnt oder auch nicht. Ja. So, und interessant wird es jetzt gleich bei dem nächsten Bild. Ja, da ist er, ja. Er ist ja überall dabei. Das ist eine Zeitreise, wir sind wieder ganz am Anfang. Ich fand das gut. Bonjour, ja? Monsieur Dali. Ja, richtig. Und wer jetzt immer noch glaubt, dass sein Schnurrbart zufälligerweise so hochgezwirbelt ist, also der hat jetzt irgendwie 59 Folgen verpasst, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, aber das fand ich als einfach so toll. Ich musste dieses Bild unbedingt zeigen. Ne? Ja. Ja. So, und es gibt also noch verschiedene andere Sachen. Interessanterweise, AC/DC hat da eine Reminiszenz zu gemacht. AC/DC, brauche ich nichts zu erzählen, Highway to Hell, auf dem Highway zur Hölle. Ja, und da gibt es die Songtexte. Sie hatte das Gesicht eines Engels und lächelte mit Sünde der Körper der Venus ohne Arme. Und deswegen halt die Venus von Milo. Ja, in the arms of the angel. Aha, also hat das wohl irgendetwas damit zu tun? Warum hat jetzt wiederum AC/DC, die wir jetzt hier auch, und ich habe ja mal gesagt, wir machen hier einen Rundumschlag mit diesen Sendungen von Peter Gabriel, warum besingt AC/DC die Venus von Milo? Hier steht aber der Körper der Venus mit Armen. Du sagtest ohne, da steht mit. Ach so, mit Armen meinte ich jetzt auch. So, ja, ja, genau. Sorry, deswegen korrigiere ich dich ja nur. Ja, ja. Also sie hatte das Gesicht eines Engels, lächelte mit der Sünde, der Körper der Venus mit Armen. Mit Armen, genau. Eines Engels. Ja, mit dem Arm eines Engels. So, und warum besingt jetzt hier AC/DC die Venus, die römische Venus, also die römische Göttin der Liebe? Naja, weil halt letzten Endes AC/DC natürlich Heiden sind. Ne? Und die nehmen sich irgendwelche Themen raus und sagen jetzt hier, pass mal auf hier, ne, wir schmeißen jetzt einfach mal irgendeine Sache da rein. Und warum wird diese Sache jetzt hier in dem Text benannt, der Venus von Milo? Warum ist die Venus eine Figur, die eine satanische Band wie AC/DC behandelt? Gucken wir uns die Sache mal weiter an. Also hier beispielsweise, das ist ganz, ganz schrecklich hier, die Femenprotest am 3. Oktober 2012 ist diese Femenorganisation, also diese Pseudo-Protestaktion hier gegen Vergewaltigung, ja, haben sie sich also wieder mal oben ohne vor der Venus von Milo platziert und haben gesagt, das machen wir jetzt hier, weil diese Statue keine Arme hat und deswegen symbolisiert eine Frau völlig hilflos und verletzlich. Oh. Ja, es gibt ja nichts, wo die... Ja, ich kommentiere das nicht. Ihr könnt euch denken, was ich dazu denke. Ich kommentiere das nicht. Das ist mir einfach zu doof. Ja. Aber es gibt ja nichts, wo gewisse Leute nicht... kennen einfach keine Grenzen. Ne? So. Okay, also gucken wir uns nochmal die Eule an. Wir sind ja immer noch bei der Eule. Also die Eule steht auf dem
Symbol drauf, hat also irgendwo eine gewisse Aussagekraft, wird heute noch benutzt. Ja, und die Eugen sind immer noch nachtaktiv und jagen in der Nacht und schlafen am Tag. Warum werden die jetzt von so einer satanischen, warum gehen die hin und machen diese ganzen Symbole in diesen ganzen Gesellschaften? Ja, egal ob jetzt Bohemian Club und so weiter, muss ja irgendeine Geschichte haben, die uns da jetzt noch fehlt vielleicht, ja, als Bindeglied. Ja, und deswegen gucke ich mir das jetzt nochmal an. Also, nachtaktiv. Ja, hat so komische Hörner auf dem Kopf. Ja. Gibt dann auch so komische Sachen jetzt hier wie Eulen Naturschutzgebiet als Patent, als Patensymbol der Naturschutzgebiete. Aha, okay, ja. Und jetzt kommt's. Der Hexen- und Teufelsvogel. In Grimms Kinder- und Hausmärchen 174 wird die Eule ausführlicher charakterisiert. Und jetzt kommt's, ausgerechnet auf Wikipedia. In der heute populären Buchreihe Harry Potter der Autorin John K. Rowling dienen Eulen den Hexen und Zauberern als Überbringer von Nachrichten und Paketen. Das heißt, ausgerechnet, ja, in so einer Kinderserie Harry Potter, also angeblichen Kinderserie Harry Potter, schreibt die Autorin Joanne K. Rowling, die übrigens eine hochgradige Okkultistin ist, die Wahrheit. Das heißt, das, was hier gemacht wird und als Fiktion verkauft wird, ist eben keine Fiktion. Sondern die Wahrheit, die wird uns hier nicht von irgendwelchen römischen, heidnischen Göttern erklärt oder von irgendwelchen Musikgruppen erklärt, die wird uns von Harry Potter gesagt. Das hat mit Aberglauben oder Wahrscheinlichkeit oder Verschwörung gar nichts zu tun. Die Joan K. Rowling könnte diese Bücher überhaupt nicht schreiben, wenn sie nicht gewisses Wissen hätte. Und diese Joan K. Rowling ist nicht zu unterschätzen. Die Joan K. Rowling ist in der Bibel beschrieben, in Offenbarung, wenn ich richtig im Kopf habe, 18,2 oder so, ja, wo die Kaufleute der Erde Unzucht mit der Hure in Rom getrieben haben. Sie ist nämlich diejenige, die damit weltbekannt, weltberühmt und richtig reich geworden ist. Und A, was ist sagt? Eine Hexe? Ja. Und B, ist sie der einzige Mensch, der, so wird es zumindest offiziell gelehrt, durch seine eigene Hände Arbeit Milliardär geworden ist, nämlich durch das Schreiben von Büchern. Nur, dass sie die Bücher nicht hat schreiben können, durchaus ihrem eigenen Geist, sondern sie ist nichts weiter als das Handwerk, das eben den, naja, die Tastatur am Computer wahrscheinlich wohl tippt mit den Dingen, die hier eingegeben werden. Ja, so Automatic Writing, ne? Aber die ist Milliardärin, ne? Gut, das wusste ich jetzt nicht, was sie so reich ist, aber das ist halt einfach ein weiterer Beweis dafür, wo es dann auch herkommt. Ne? Wenn halt Satan sagt, alle Reiche der Welt in ihrer Macht und Herrlichkeit will ich dir übergeben, wenn du niederkniest und vor mir anbetest, dann ist doch wohl ganz klar, wen Joan K. Rowling anbetet. Und somit haben wir dann schon wieder den nächsten Protagonisten abgehakt, ne? Harry Potter, Joan K. Rowling, Haken dran. Das alles in der Lesung über Peter Gabriel. So kann's gehen. So, und die Eule ist damit im Aberglauben, im heidnischen Glauben, und das ist so, ein dämonischer Vogel. Und das ist eben nicht nur im Aberglauben so, das ist in der Bibel so. In Italien glaubt man sogar daran, dass ihr Blick töte. Ja? Im antiken Griechenland galt der Ruf der Eule als schlechtes Vorzeichen. Wie kann das sein, wenn im antiken Griechenland die Göttin Athene angeblich die Eule hat als Symbol der Weisheit? Ja, was denn jetzt? Wenn die den Mund aufmacht, die Eule, ist aber dann schlecht? Also kommt da doch keine Weisheit raus? Seht ihr mal hier, wie verführerisch hier die Lüge präsentiert wird. Überall wurde uns hier geschrieben, das ist halt eine Weisheit und was weiß ich. Und plötzlich heißt es hier, der Ruf der Eule ist aber ein schlechtes Vorzeichen. Das heißt, wenn die Eule weise ist, dann hält sie die Klappe. In dem Moment, wo sie den Mund aufmacht, kommt da nur Müll raus? Es ist doch ganz normal, dass du auf der einen Seite auf Wikipedia die positive Information findest und die nächste Wikipedia-Seite gibt dir eine schlechte Konnotation. Das ist die Hegelsche Dialektik. Ne? Das ist rechts und links. Das ist These, Antithese und Synthese. Und das ist alles die Arbeit desjenigen, der eben der Verwirrer ist. Ne? Mhm. Der Vater der Lügen. Ne? Ja. Genau. Und er verstrickt sich in den Lügen und die meisten Leute glauben das. Und der Punkt ist, und ich glaube, da sollten wir mal eben den Nachdruck drauf legen mit solchen Sachen. Jeder kann sich jetzt unter der Eule vorstellen, was er möchte.
Dem einen passt es in den Kram, dass die Eule das symbolisiert. Und dem anderen passt es in den Kram, dass die Eule das symbolisiert. Und für jedes dieser Symbole wird eine Geschichte herangetragen, die Wikipedia-mäßig oder sonst irgendwie heidenmäßig verifizierbar ist. Also nachvollziehbar. Ja? Die einen sogenannten Brunnen hat. Dass, also wenn ich die Eule als positiv empfinde und du die Eule als negativ empfindest, dass du mir Beweise daran bringen kannst, dass du recht hast und dass ich dir Beweise daran bringen kann, dass ich recht habe. Und genau davon lebt der Teufel. Das ist nämlich Verwirrung. Am Ende weiß man nichts Genaues, gar nichts mehr und beschäftigt sich mit allen möglichen Sachen, nur nicht mit dem Ding, das wirklich wichtig ist. Genau, aber wir haben ja, aber wir haben gesehen, dämonische Musiker wie AC/DC beziehen sich immer auf heidnische Götter. Ja? Natürlich, ja. So, und warum steht jetzt in der Black Lodge, die ja eigentlich für die dunkle Seite oder meinetwegen halt auch für die Unterwelt steht, ja, warum steht da jetzt die Venus von Milo mit abgeschlagenen Armen? Ja, meine Theorie wäre diejenige, es ist ja auf dem Bild, was wir vor der letzten Folge gezeigt haben, gleichzeitig die rot-schwarze Symbolik da, es fliegt eine Eule im Hintergrund hinter dem Vorhang, also das, was die Eule macht, macht sie im Verborgenen hinter dem Vorhang und es steht da eine Venus von Milo da mit abgeschlagenen Armen. Das heißt, diese sogenannte Götzin hat keine Arme und ist nicht handlungsfähig. Das wäre meine Interpretation, warum diese Venus von Milo da steht und nicht irgendeine andere Figur. Es steht erstmal für eine heidnische Gottheit, also das Ganze hat überhaupt einen völlig antichristlichen Touch. Dann steht die Eule als dämonischer Vogel da, die im Hintergrund agiert und deswegen hinter dem rot-schwarzen Vorhang. Und es ist eben da eine Figur, also selbst wenn es eine Göttin wäre, sie kann nicht einschreiten, weil sie nicht handlungsfähig ist. Das heißt, alles wird von der dunklen Macht gestaltet. Alles wird eben, hat eben einen antiken Hintergrund, hat also einen antichristlichen, heidnischen, alten Hintergrund, also römisches Reich und älter. Wir haben ja gesehen, diese Venus, die kannst du auch, du kannst die Venus ja auch wieder austauschen mit Aphrodite, die kannst du auch wieder austauschen mit Babylon. Es geht ja alles noch viel weiter zurück als jetzt Griechenland und Rom. Da brauchen wir beide uns ja gar nicht drüber zu unterhalten, aber viele mögen das ja nicht so wissen. So, und deswegen, wenn jetzt Peter Gabriel die Maske der Eule dran hat, dann hat das damit zu tun, dass er den Menschen vielleicht weiß machen will, er wäre weise, aber Römer 1,22 sagt uns ja, weise sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das habe ich jetzt aus dem Kopf gerade. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, die Eule ist ein dämonisches Wort, okkultes, im Okkulten ein dämonisches Wesen und ist eben der Überbringer von Nachrichten. So, und deswegen ist es natürlich gar nicht so übel, wenn ich jetzt meine Fans sozusagen täuschen kann und sagen, guck mal, ich habe mal die Eule dran gemacht, weil die Eule ist ja so faszinierend, die hat so viele tolle Eigenschaften und die ist ja auch hier ein Symbol der Weisheit. Und ich mache jetzt hier mal ganz tolle Lyrics. Dieser Mann ist massenhaft ausgezeichnet worden für seine Musik. Aber im eigentlichen Okkulten, wenn ich mir die Eule ins Gesicht male, dann heißt das, dass ich halt einfach ein Verehrer der Eule im Okkulten bin und damit bin ich ein Überbringer oder ein Bote. Und dann bin ich halt letzten Endes derjenige, der eben Nachrichten überbringt. Und zwar in jegliche Richtung. Ja? Also auch Nachrichten, die vielleicht für uns unvorstellbar sind oder okkult sind, die wir erstmal entziffern müssen. Und deswegen fand ich eben Paul, sage ich jetzt schon, Peter Gabriel so faszinierend, weil man normalerweise, wenn man so ein Gesicht von ihm sieht mit einer Maske, bestimmt normalerweise nicht eine Stunde drüber redet. Und das war mir jetzt mal wichtig als Einstieg zu dem Menschen Peter Gabriel. Jawohl, sollen wir jetzt wissen, er kann sowohl weise, als sich als weise empfinden, als auch im Negativen der Überbringer von bösen Nachrichten sein und eben für die okkulte Seite arbeiten, wofür die Eule eben steht. Ansonsten der würde sie halt nicht als Symbol für den Bohemian Club, für die Illuminaten und für heidnische Götzen dienen und auch eben von Joan K. Rowling beschrieben werden. Dann gucken wir uns an, was uns der Peter Gabriel denn hier mitteilt bzw. nicht mitteilt. Und ich hatte eine ganze Menge Arbeit, den zu dekodieren. Geboren ist der Herr Peter Brian Gabriel, der heißt also wirklich so, es ist kein Künstlername, ja, Peter Gabriel, das ist eigentlich schon eine Verpflichtung, wenn man Gabriel heißt, aber ich glaube, der ist auch nicht so ganz nachgekommen, am 13.02.1950 in Großbritannien. So, und der ist bekannt geworden als Gründungsmitglied und Frontsänger der damaligen Band Genesis.
da müssen jetzt schon wieder eine Warnglocke angehen, weil wenn ich Genesis heiße, sollte man ja normalerweise denken, ich mache jetzt irgendwelche christliche Musik. Ne? Weil Genesis ist nun mal halt einfach der international bekannte Name für das erste Buch Mose, also von dem absoluten Anfang. Ja, da, wo im ersten Buch Genesis 1,1 steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist das Buch Genesis, auch erstes Buch Mose genannt, aber es heißt auch Genesis im Englischen. Also von daher, dass es eine englische Gruppe ist, nennen die sich Genesis. Wenn die sich auf das zweite Buch Mose bezogen hätten, würde sich die Band Exodus nennen. Und so weiter und so fort. Aber sie hat sich Genesis genannt. Also definitiv ein absolut biblischer Hintergrund, Genesis. Aber sie machen progressiven Rock und eben keine christliche Musik. Und das werden wir jetzt mal schauen, wofür der Herr Peter Gabriel da seine Auszeichnung bekommen hat. Es ist im Endeffekt, ich kann euch jetzt schon verraten, ungefähr dieselbe Geschichte wie in den letzten Folgen einer anderen bekannten Sängerin, die uns auch noch über die Füße laufen wird. So, und Peter Gabriel, jetzt kommt die Kurzzufassung, die wir hoffentlich heute in der zweiten Folge abarbeiten können, bevor wir in der dritten Folge mal so richtig in die Vollen gehen, hat ab 1975 seine Solokarriere gemacht. Er wollte Weltmusik machen, er wollte bestimmte Dinge miteinander vermischen und so weiter und so fort und hat sich auch für Menschenrechte also so richtig so stark gemacht bei Amnesty International und hat eine selbst gegründete Menschenrechtsorganisation namens Witness, also Zeuge, hat er auch gegründet. Und das gucken wir uns jetzt mal an, was es denn so ist, wenn man so nach außen hin sich für alles Mögliche organisiert und engagiert und so weiter und so fort. Wie könnte man jetzt da beispielsweise hingehen und sagen, okay, wenn jemand viel Geld spendet und sich da einbringt, nach außen hin das alles trägt, das ist nicht ganz so positiv. Er hat keine Almosen gegeben, ich kann es jetzt nicht bezeugen, aber ich habe das Gefühl, zumindest bei ihm dabei, dass es also sehr viele Dinge, die er macht, der Ablenkung dienen. Und deswegen habe ich diese Zitate hier auch mal aufgeschrieben. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Ja, und der Peter Gabriel ist eben bekannt als Maskenmann sozusagen von Genesis. Da steht er als sogenannte Britannia. Ja, also bei Masken haben wir ja schon immer so ein bisschen das Problem, dass wir halt sagen, wir sollen ja eigentlich uns nicht verstellen und uns nicht für jemand anderem ausgeben. Nichts anderes ist ja halt letzten Endes jetzt irgendwo eine Maske. Er hat in dem Kontext gesagt, dass er eben da, und jetzt kommt wieder die Geschichte, ja, Dancing with the Moonlit Knight. Und Moonlit ist der Mondschein und Knight ist der Ritter. Ja, und schon sind wir schon wieder im Okkulten mit der Dunkelheit und dem Mond. Ja, gucken wir uns die Sache mal weiter an. Bis jetzt kann man dann sagen, ja, ist alles ein bisschen weit hergeholt oder ein Zufall. Nö, ist es nicht. Gucken wir uns die Sache an. 1975, also, oder besser gesagt, hier Genesis ist eh schon eine ganz, ganz heftige Sache für sich. Die haben ein Album gemacht, das heißt The Lamb Lies Down on Broadway. Das Lamm liegt auf dem breiten Weg. Und wer die Bibel kennt, speziell das Matthäus-Evangelium, ich glaube, 7,15 ist es. Der Weg ist schmal und die Pforte ist eng, der zum Leben führt oder sowas und wenige sind es, die ihn beschreiten oder so ungefähr, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber also Broadway ist der breite Weg der Verdammnis, ne? Und wenn da ein Lamm liegt, ist ein Lamm einfach ein Symbol für Jesus Christus, ja, also das Lamm, was da geopfert wurde, also das ist Wahnsinn, allein der Titel ist eigentlich schon Wahnsinn und der noch größere Wahnsinn ist der, dass es die millionenfach anscheinend verkauft wird, ne? Matthäus 7,12. Alles nun, ja, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, die Pforte ist eng, ist 7,15, glaube ich, ne?
Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wolfe sind. Das ist 7,15. Ah, okay, gut. Dann war das mit Früchten werdet ihr sie erkennen, sammelt man euch Trauben, sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Ich habe mir jetzt gerade mal die Schlachter geschnappt und werde mir jetzt mal angewöhnen, ab jetzt mal die Bibel bei Hand zu haben, weil ich das nicht gleichzeitig hier am Bildschirm lesen kann und gleichzeitig noch ein Bild im Bild, das wird mir zu viel hier. Ja, ich habe sie hier, deswegen habe ich dir ja probiert zu helfen damit. Ja, ist ja prima, ist ja prima. Dankeschön dafür. Ja. Und nach seinem Ausstieg aus der Band Genesis entschloss sich Peter Gabriel zu einer Auszeit und verbrachte viel Zeit mit der Selbsterforschung und der Betrachtung seines eigenen Seins, also mit sich selber, ich, sowie dem Klavierspiel und Yoga. Juhu! Genderlesung Nummer 10. Was Yoga ist? Yoga ist eine religiöse Ausübung, hat eben nichts mit Körpertüchtigung zu tun, sondern man ist da eben einem asiatischen Irrglauben verfallen sozusagen, ja. Dann hat er noch Gemüse angebaut, das ist ja schon mal wenigstens mal etwas, und hat sich mit seiner Familie da zusammengesetzt. Und naja, er hat dann eben schon mal seine erste EP 1977 aufgenommen, sein Debüt, und hatte seinen ersten großen Hit namens Salisbury Hill. Wie gesagt, das ist jetzt nur die kleine Zusammenfassung. Das größere etwas, das heftigere etwas kommt dann noch, ne? Okay, geh mal weiter. Er hat also 4 Alben gemacht und hat also dann schon 1978 sein zweites Album mit King Crimson Gitarrist Robert Fripp als Produzent zusammengearbeitet, das wesentlich düsterer war. Da dürftet ihr euch ja schon euren Teil zu denken. King Crimson, alleine schon der Name, ist ja eh schon mal so ein bisschen problematisch, aber naja gut, also das ist ein Bild von ihm 1978. Dann hat er auch damals schon eine Single veröffentlicht, Biko, wo er sehr persönlich bzw. politisch geworden ist. Ist somit die ersten Sachen, die bekannt von ihm geworden sind. Und in Oslo, da gab es doch jemanden, der nannte sich aus Oslo kommend, ne? The Man from Oslo? Boah, bin ich überfragt jetzt. Amanda Lear? Ach ja, 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 die Dame, ja, ja, der Herr, also. Ja, ja. Die hieß doch irgendwie, oder der hieß doch irgendwie was. Peki, aus Oslo. Peki von Oslo, Peki Doslo. Doslo. Peki ja, Doslo, ja, 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 jetzt, 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 jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Wir müssen ja nochmal an die Gender-Agenda anknüpfen. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, nö, es fällt mir halt ein, wenn ich hier richtig, Oslo macht lese. Macht richtig Spaß. Jemand, der, ich finde es toll, ich habe ja wenigstens einen bei mir, der alle Folgen gesehen hat. Ich konnte ja nicht anders. Entschuldigung. Ich musste ja. Ja, gut. Also, das dritte Album heißt dann Games, da gibt es halt die Single draus, Spiele ohne Grenzen und Biko. Und da hat er zum ersten Mal ein spezielles Effektgerät eingesetzt, oder einen speziellen Effekt eingesetzt, Gated Reverb, Schlagzeug-Sound mit einer mächtigen Hall- und abrupt abreißender Hallfahne. Und das ist bekannt geworden durch Phil Collins' Hitsingle In the Air Tonight. Und Phil Collins war ja ein Mitstreiter bei Genesis. Das heißt, die beiden kennen sich seit Jahrzehnten. Ne? So, weiter geht's. Fairlight CMI hat er auch eingeführt und er hat also viele Sachen gemacht, er hat sogar deutsche Texte aufgenommen. Die deutschen Texte, die kamen dann von Horst Königstein, der auch für Udo Lindenberg geschrieben hat. Ja, und das ist also so das, was es ist. Und dann hat er also weit mehr auf diesen Fairlight CMI-Computer, auf den ich immer rumreite, produziert als alles andere und hat da seine technischen und künstlichen Songs da gemacht. Ne? Und selbst die Wikipedia schreibt jetzt hier, trotz des eigenartigen Sounds, der ungewöhnlichen Instrumente und der zumeist düsteren Texte, verkauft sich das Album gut und entschied mit Shock the Monkey einen weiteren Hit, für den ein für die damalige Zeit in puncto Aufnahmetechnik bahnbrechendes Video gedreht wurde. Und deswegen hat dieser Mann auch Preise ohne Ende oder fast ohne Ende eingeheimst. Und glaubt mir, da kommt einiges. Da kommt wirklich einiges. So, dann hat er ganze Menge Sachen gemacht mit Lichtgeschichten, mit Spiegeln, mit Fresnel-Linsen, mit verzerrten Kostümen und also verzerrten optischen Sachen und so weiter. Für eine Tournee ließ sich die ganze Band kahl rasieren. Also die haben alles gemacht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und der Peter Gabriel ist auch im Vorprogramm von David Bowie aufgetreten. David Bowie, einer der ganz, ganz harten Verfechter von schwarzmagischen Sachen übrigens, was viele überhaupt nicht wissen. Ja, vielleicht mache ich da irgendwann mal eine Sendung zu, aber ich weiß langsam nicht mehr wann.
Es ist so vieles. Und ich, bitte? David Bowie, haben wir doch schon Sendungen gemacht? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben nur so ein bisschen über Black Star gesprochen, wir haben aber noch keine komplette Sendung, also komplette Sendung über ihn gemacht haben wir noch nicht. Nein? Nein, nein. Ich weiß das. Aber ist nicht schlimm. Wir hatten ihn schon mal behandelt bei Amanda Lear mit diesem Pentagramm und mit diesem Black Star-Album und mit China Girl, da hattest du mal eine Frage gestellt. Und er war ja da im Dunstkreis gewesen von Kate Bush, wo er der Liebhaber gewesen ist, ihres Choreografen, ihres Tanzlehrers da letztens. Daher kennst du den. Aber wir hatten auch über Ziggy Stardust gesprochen und all die ganzen Sachen, ne? Nein. Nein, nein. Ich habe dir nur mal einen Teaser geschickt gestern, aber das hat jetzt nichts mit einer kompletten Lesung bis jetzt zu tun. Ich hatte da bis jetzt, sorry, liebe David Bowie-Fans oder auch nicht-Fans, noch keine Zeit für. So, dann hat der gute Mann halt hier einen riesen Erfolg gehabt mit dem 86er-Album So, S.O. Und daraus geht ein Duett hervor mit Kate Bush. Ha! Ja, don't give up, gib nicht auf. Ja? So, dann gibt's halt, hat er sein eigenes Label gemacht, er hat viele Videos gedreht. Das ist halt alles nur so das Vorgeplänkel für das, was es was kommt. Guckt euch die nächste Seite an, alles rot, genau wie beim Zahnarzt mit der Parodontose. Zu Digging in the Dirt wurde ein sehr aufwendiges Video gedreht, das zeigt, wie Peter Gabriel von Würmern zerfressen wird. Das Stück handelt von einem inneren Dämonen, der sich Bahn zu brechen sucht. Na, haben wir da nicht einen Hauptgewinn? Haben wir, oder? Hat nichts mit christlichen Dingen zu tun. So, und dann kommt es weiterhin. Jetzt wird es mal richtig spannend. Dieses Album, wo es herkommt, dieses Digging in the Dirt, also Wühlen im Dreck, ja, konnte nicht an den gewaltigen Erfolg des Vorgängeralbums So anknüpfen. Dennoch ging Peter Gabriel mit einer weiteren ausgefeilten Bühnenshow auf Welttournee, die auf einer eckigen und einer runden Bühne aufgeführt wurde. Beide Bühnen waren durch einen Steg verbunden, welcher unter anderem mit einem Boot befahren wurde. Und wofür hat mich das jetzt hier gerade wieder dran erinnert? Rammstein macht das ja auch im Konzert. Ne? Die fahren ja auch mit dem Boot übers Publikum. Das fand ich noch ganz toll, als ich hier in Werchter war. Das ist das Open-Air-Konzert hier bei Löwen. Einmal im Jahr, Anfang Juli, wenn die Sommerferien anfangen, ist das ein Wochenende. Und da war Rammstein vor einigen Jahren und da war ich mit meinem Sohn. Und da war ich ganz stolz drauf, dass das Boot über mich rüberfuhr. Ja, okay. Aber ja, wir hatten noch schon Boot on the River natürlich, ne? Sticks, ja. Richtig, das kommt natürlich auch im nächsten Artikel. Da gibt es eine Reminiszenz, naja. Also eine eckige und eine runde Bühne. Eckig und rund hatten wir schon mal bei Pink und Pink Floyd, wo wir gesagt haben, ja gut, rund ist Geist und eckig ist beispielsweise materiell, die vier Ecken, ne? Also ne, die vier Elemente. Eckig und rund steht also für materiell und geistig. Ne? So, und beide Brücken, also kann stehen. Ich sage nicht, dass es jetzt hier so ist, aber es wäre eine interessante Reminiszenz. Aber ich werde gleich mich darauf, genau, du hast jetzt das Bild schon eingemacht. Guck mal hier, das ist der Charon aus der Mythologie. Der düstere, greise Fährmann, der die Toten für einen Obolus, also eine Münze, vielleicht ist er auch eine griechische Münze, vielleicht eine Tetradrachme oder eine vielleicht eine Euro-Münze mit einer Eule drauf. Wollte ich gerade sagen, genau. In einem Boot über den Totenfluss, der meist Acheron genannt wird oder auch Lethe und Styx genannt wird. Styx war Boat on the River, hm? Wissen wir doch noch. So, und du hast jetzt das Bild von diesem unfreundlichen Mann da schon gemacht. Guck dir an, also kein Gesicht, die Sanduhr, also die Zeit, die abgelaufen ist, ja, die ganzen Totenköpfe, die da sind und halt den, ja, also als Fährmann, der also dann übersetzt von der einen Welt in die andere. Darum geht's. Und das ist auch genau die Reminiszenz mit The Other Side. Und das ist auch die Geschichte mit vielen anderen Booten. Und jetzt guckt er mal das nächste Bild an. Oh, kennt ihr den? Chris de Burgh? The Getaway? Was ist denn da auf dem Cover? Da ist auf der linken Seite eine stürmische See, auf der rechten Seite eine ruhige See. Und dazwischen ist was? Das sind zwei Seiten, ne? Das linke Bild hat mit dem rechten nichts zu tun, das ist ein anderer Wetterzustand, aber dazwischen ist irgendetwas Weißes, undurchsichtiges, irgendetwas, keine Ahnung. Weiß steht immer für Geist. Das heißt, auf diesem Bild von Chris de Burgh, The Getaway, geht also eine Dimension in die andere oder in einen anderen Aggregatzustand über. Also von stürmisch in ruhig. Auf jeden Fall zwischen zwei Welten oder zwischen zwei Zuständen hinweg. Das ist also ein Synonym beispielsweise für den Geist. Wer das nicht glaubt, schaue das nächste Bild. Chris de Burgh, don't pay the ferryman.
Es war spät nachts auf der offenen Straße und ich habe Gas gegeben wie ein Mensch, Mann auf der Flucht. Ich habe ein Leben lang mich für diese Reise vorbereitet. Er kommt näher und so weiter und so fort. Und da ist ein Hügel, da ist ein Hügel und da ist ein Boot auf dem Fluss. There's a boat on the river. Und dann schreit er später, too many men have failed before. Zu viele Männer oder Menschen haben vorher versagt. Ja, bezahl bloß nicht den Fährmann, bis er dich auf die andere Seite bringt. So, und jetzt könnt ihr Christa Burke abhaken. Denn wer hat denn ein Leben lang, ja, sich für eine Reise vorbereitet? Lifespan spent preparing for the journey. Ein Leben lang, a lifetime, das heißt das ganze Leben. Ja, und damit kann nur die Journey, also die Reise, auf die andere Seite, das sagt er ja auch hier, until he gets you to the other side, gemeint sein. So, und damit spricht Christa Burke jetzt hier in diesem Lied, was viele Leute gesagt haben, oh, das klingt so toll, ich fand es auch immer gut, im Radio läuft, Don't Paddy Ferryman, das ist das Synonym für Charon und das ist das Synonym letzten Endes für The Boat on the River, das ist das Synonym für den Totenfluss und das ist Synonym halt für die Übersetzung in die andere Welt, in die Totenwelt. Und das ist das, was er unten drunter auch noch schreibt. In the rolling mist, then he gets on board. Also hier im Nebel, da geht er an Bord, ja. Now there's no turning back, also es gibt kein Zurück mehr. Beware that hooded old man at the rudder. Ja, pass auf vor dem, ja, hooded, also hier kapuzen alten Mann am Ruder. To the other side. Und ich habe immer schon gesagt, other side heißt immer Geisterwelt, heißt immer Unterwelt, heißt da, wo wir und ihr nicht hinwollt und schon gar nicht hinkommt, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Deswegen lest eure Bibel, Maranatha. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Und der Herr Jesus Christus, ich hoffe, der freut sich jetzt, dass ihr alle da draußen jetzt ein paar Informationen mehr habt und jetzt wieder einen eurer Lieblingskünstler vielleicht, der doch so schöne Sachen gemacht hat wie The Lady in Red is dancing with me. Sorry für meinen Gesang, aber ja, dass ihr jetzt mal wisst, aha, guck mal hier, Don't Pay the Ferryman, ja. Beware the Hooded Old Man. Bitte? Wenn du singst, dann kann ich nur sagen, Don't quit your day job. Ja, ja, alles gut. Ja. Ja, yeah, and the lightning flashed and the thunder roared and dancing bones. Ja, tanzende Knochen. Entschuldigung, was meint ihr denn, worüber dieses Lied geht? Noch viel eindeutiger kann ich es nicht machen. Und das wird noch besser am Anfang. Am Ende heißt es denn, and still that voice came from beyond. Also immer noch kam diese Stimme vom, ja, von weiter weg. Und beyond ist der nächste, die nächste Sache, die überhaupt, glaube ich, ganz, ganz wenige Leute in irgendeiner Art und Weise verstehen, was mit beyond überhaupt gemeint ist. Ja, beyond heißt on the other side of. Ja, beyond ist nämlich auch da hinten, da drunter, irgendwo da, wo man gar nicht hinkommt. Und beyond ist meiner Meinung nach auch ein Synonym dafür, dass es eben mit der Unterwelt zu tun hat. Ja, das ist nämlich beyond. Das habe ich hier aus dem englischen Etymologie online, on the other side of. Und meiner Meinung nach heißt eben beyond genau das. Und guck mal, wer da ist. Meine Reminiszenz an beyond ist Beyoncé. Und diese Beyoncé ist halt in dem Illuminatenzirkel drin, also in dem für sie gedachten Illuminatenzirkel. Im Endeffekt weiß die wahrscheinlich auch relativ wenig. Ja, die flasht halt einfach diese Zeichen 666 für die heidnischen Götter und so weiter und so fort, ja. Aber interessant an der Frau ist letzten Endes, dass die halt, ja, hier Baphomet verherrlicht, ne, mit diesem Dings. Und deswegen, Beyoncé könnte alleine schon mit dem Foto abhaken, ne. Nächster Interpret, abhaken. Deswegen sage ich ja, das wird eine Mammutsendung hier. Das hat nicht nur mit Peter Gabriel zu tun, sondern halt eben auch mit den anderen Dingen, ne. Peter Gabriel fährt von einer Bühne auf die andere mit einer Fähre, ja. Er fährt wohin, ne? Auf die andere Seite. Es sind alles Synonyme, es sind alles Symbole, nur wir verstehen sie in der Regel nicht. Und die Leute, die dann wie ich dann darüber reden, also die sind dann die Schwachsinnigen, die Idioten und kriegen den Daumen runter. Ja, dann sei es drum. Ich kann nicht dafür, ich habe die Sache nicht erfunden. Ja, aber hier, Beyoncé bekommt ihren eigenen Gottesdienst. Ja, ich meine, es ist so in the face. Und die Sache hat mir jetzt 2 Minuten gekostet, das zu kopieren oder 5 Minuten vielleicht zu suchen, zu kopieren, rüber zu machen. Und ich kann doch keine Sendung bei Beyoncé machen. Hallo, das ist ja Zeitverschwendung. Aber wir haben jetzt Peter Gabriel, wir haben jetzt hier Christa Burke, wir haben jetzt hier Robert Fripp. Ja, ja, wo die machen alle so eine Geschichten.
Don't be the ferryman until he gets you to the other side. Glaubt ihr denn wirklich, er hat irgendwann mal, Crystal Burke hat irgendwann mal Probleme gehabt mit irgendeinem Fährmann, weil er da nicht rübersetzen konnte? War schlecht Wetter, hat er kein Kleingeld dabei? Ja, warum redet er denn dann bitte schön von tanzenden Knochen, Dancing Bones? Und von Beware that hooded old man at the rudder, ja? Also Entschuldigung bitte, also ich finde sowas von eindeutig. Das ist mir heute Mittag einfach mal so eingefallen. Das war jetzt ja gar nicht vorbereitet, das sollte jetzt ja gar nicht in diese Sendung rein. Aber ich habe keine Lust für Beyoncé und für Crystal Burke so viel Zeit zu verschwenden. Peter Gabriel gibt halt einfach so viel her. Hm? Bitte ich ja einfach um Verständnis. Ich kann ja nicht jetzt hier jeden, dann werde ich ja mein ganzes Leben beschäftigt, ja nur noch mit irgendwelchen satanistischen Sängern und Künstlern. Da habe ich ja auch keine Lust zu. Ich möchte auch mal Bibellesungen und positive Dinge machen. Ich mache das ja nur, und der Jörg, wir beide machen das ja nur, um euch zu zeigen, guck mal hier, das in jeder Ecke und Ende kommt das hin. Nur das Problem ist, viele können kein Englisch, viele gucken sich die Lyrics nicht an, viele kennen die Symbolik nicht. Und ja, guckt euch an, Midnight, Spirit, On the Other Side, Beyond. Es ist immer dieselbe Geschichte, in anderen Texten verpackt. Diamonds. Am besten noch Diamonds in the Sky. Es ist immer dieselbe Geschichte. Es sind immer Referenzen an diese ganzen luziferianischen, satanischen Geschichten, ja, Unterwelt und so weiter und so fort. Ja? So, also weiter im Text mit dem Peter Gabriel. Peter Gabriel übrigens meines Wissens nach nicht verwandt mit einem deutschen Sänger namens Gunther. Das ist auch nicht schlimm. Nur mal so nebenbei. Er hat beispielsweise hier gemacht, diese Geschichte, dieser Konzertmitschnitt, der heißt Secret World, ja, geheime Welt. Warum heißt sie denn Secret World? Ja, vielleicht dessen, weil wir nicht begreifen, was er da macht, wen er da huldigt, welche Symbolik. Warum heißt das denn Secret World? Ja, wir dürfen ja gar keine Geheimnisse haben und wir haben ja gar keine Geheimnisse vor Gott, dem Herrn, weil Gott, der Herr, ist omnipräsent, ist überall, hat uns geschaffen, hat alles erschaffen, jedes einzelne Atom und was weiß ich und Quarks und wie die Dinge alle heißen sollen. Ja, und Secret World gibt es eben nur eine Secret World, ja, gibt es eben nur im Okkultismus beziehungsweise im heidnischen, satanischen, wie auch immer. Ja, da gibt es Secrets. Da gibt auch dann Geheimgesellschaften. Die gibt es nur aus dem Grunde, weil halt eben nicht nach draußen soll, welchen ganzen Sachen die da machen. Deswegen sind die auch geheim. Sonst dürften, wenn die vernünftige Sachen machen würden, gibt es ja keinen Grund, die geheim zu halten, oder? Warum gibt es denn Geheimgesellschaften? Und warum, wo kommt denn Secret her? Ja, Secret kommt meiner Meinung nach von Sekret. Und Sekret ist das, was gewisse Tiere ausspucken, was unter Umständen giftig ist. Und wenn euch da jetzt ein Tier einfällt, dann sage ich nur, ja, stimmt. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Ja. So einfach ist das Symbolsprache. Secret World. Ha. In welche geheime Welt entführt uns der denn, der Peter Gabriel, wenn er da von einem Steg auf den anderen fährt mit seinem Boot? Ja, dann führt er uns von der materiellen Welt, von der viereckigen Bühne auf die spirituelle Welt, auf die runde Bühne. Das ist eigentlich, wenn man sich mit Pentagrammen und alles beschäftigt, also sollte er ja nicht machen eigentlich, aber ich mache es ja nur, weil es halt ja irgendwo Sinn macht, möglichst diese Sachen zu verbreiten, auch wenn man mich irgendwann mal nicht mehr sieht, weil ich dann nicht mehr da bin, aus welchen Gründen auch immer. Aber das möchte ich halt einfach hinterlassen hier. Das ist halt, macht Spaß, indem man halt die Wahrheit aufsucht, weil die Wahrheit ist Jesus Christus, ne? 14,6, Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deswegen liebe ich halt einfach die Wahrheit. Ich liebe halt einfach unseren Herrn und Meister, unseren Gottes, Jesus Christus. Ja, so, weiter mit ihm. Er hat halt hier jetzt noch verschiedene Sachen gemacht, aber das war jetzt erstmal so die Grundkonstruktion jetzt hier, was er so gemacht hat. Er hat halt so jetzt hier beispielsweise auf der Seite 56, Jörg, ist noch ein Bild von ihm drin, wo er halt kaum noch Haare hat. Und da hat sich hier Gabriel zum Beispiel ein Live-Konzept ausgesucht mit einer wirklichen Rundbühne. Also diesmal was anderes. Er hat sich einen durchsichtigen, aufblasbaren Ball über die Bühne bewegt. Da sind wir schon wieder bei dem Ball und bei dem Geist. Fuhr Fahrrad, trug eine mit Lampen bestückte Jacke. Da kommen wir später zu der lampenbestückte Jacke. Und lief kopfüber an der Deckenkonstruktion der Bühne entlang. Und zwar heißt es bei ihm Downside Up. Jetzt muss man den Lesern oder den Zuhörern vielleicht, die nicht so des Englischen mächtig sind, sagen, normalerweise heißt es umgekehrt Upside Down. Ja? Und Downside Up ist eben der typische satanische Verdrehung der Geschichten. Das ist wieder dann, wenn er so wollt, George Orwell, Zwiesprech. Ja? Also das ist halt wieder komplett alles umgedreht. Und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass es eben nicht mit rechten Dingen zugeht. Alles, was eben zweideutig ist,
ist eben von übel. Ne? In der Bibel steht drin, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein, alles andere ist von übel. So, und deswegen Downside Up ist dann, klingt dann lustig, klingt dann künstlerisch, klingt dann meinetwegen poetisch. Ja, die Göttin Athene wird sich darüber freuen als angebliche Göttin der Lyrik, aber hat eben dann mit nichts zu tun. Ne? Ist eben also dann schon wieder so ein bisschen, naja, gut. Ne? Also dann gibt dann eben noch hier Begleitmusik für das Spiel Ages Beyond Myst. Sage ich jetzt nichts zu. Kann man sich alles was zu denken. Ja? So, und am 10. Februar 2006 wirkte er hingegen bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Turin, also in Italien, mit. Ne? Nach Ankündigungen durch Yoko Ono, der Witwe, hier steht die Witwe, kann man auch sagen, der Witwe, John Lennons, also einen bekannten Beatles, sang er dessen Song und Friedensappell Imagine. Und da kommt sie. Die große Alarmsirene. Ja? Deswegen, weil hier oben angekündigt ist, Song und Friedensappell Imagine. Gucken wir uns dieses Lied an. Und damit können wir dann auch John Lennon abhaken. Ja, das ist John Lennon. Nebenan ist der Songtext. Die meisten kennen eben nur die zweite Strophe. Die kennen nicht die ganzen Strophen. Ja? Und wenn Peter Gabriel jetzt dieses Lied singt, Imagine von John Lennon, dann singt er das, weil ihm das Lied gefällt. Und dann singt er das, weil er auch hinter dem Text steht. Denn wenn, würdet ihr etwas singen, wo ihr sagt, nee, da kann ich mich nicht mit identifizieren? Wohl kaum, ne? Gut, gucken wir uns den Songtext an von Imagine. Imagine heißt, stell dir vor. Ja? Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Ist ganz einfach, wenn du es versuchst. Keine Hölle unter uns, über uns. Ja. Nur der Himmel. Stell dir vor, alle Menschen leben nur für heute. Also, kennt ihr doch, ne? Lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre. Lebe hier und lebe im Hier und Jetzt. Oder noch besser gesagt, tu, was du willst. Sei das ganze Gesetz, wie im Satanismus behauptet. Ne? Stell dir vor, es gibt keine Länder. Ist nicht schwer. Gibt nichts, wo man für morden oder sterben könnte. Und auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden. Du kannst ja behaupten, ich wäre ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Und ich hoffe, du wirst uns irgendwann Gesellschaft leisten und die Welt wird wie eine sein. Ob der Papst Franziskus gemeint hat? Der hat auf seinem Flugzeug draufstehen, ganz fett, eine Welt. One World. Und John Lennon schreibt hier, and the world will be as one. Also die Welt wird wie eine sein. Und der Papst sagt, jo, Fan von John Lennon? One World. Eine Welt. Das sind wir dann beim Endziel des Globalismus. Ne? Nächste Zeile. Stell dir vor, es gibt keine Besitztümer. Tja, und dann sagt der Papst, super Idee. Der Papst, das Papsttum, hat im Jahre 2009 ein Enzyklika herausgegeben, das heißt Caritas in Veritate. Und das ist eben, naja, wie soll man so sagen, also Caritas in Veritate heißt eigentlich Wahrheit, nee, also Wohltätigkeit in Wahrheit, ja. So, und das ist eben 2009 rausgekommen vom damaligen deutschen Papst, Benedikt dem 16., Entschuldigung, muss erstmal die römischen Ziffern wieder auseinanderklamüsern hier. Und das ist eben die Antwort sozusagen der römisch-katholischen Kirche auf die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir ja immer haben. Wir haben ja immer eine aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich kenne ja keine Zeit, wo wir die mal nicht hatten. Also ich bin von 1966, ich kenne keine andere Zeit. Zumindest ab den 70er Jahren kenne ich nur Ölkrise und so. Ich kriege immer nur Krisen mit. Ja, und auch Bäume und auch Ozonloch und FCKW und die Bäume sterben wegen dem sauren Regen. Deswegen sind doch an der Autobahn die Bäume immer besonders grün. Ist ja klar, die ganzen Autos haben mittlerweile auch Katalysatoren drin. Ne? Das ist ja, naja, gut, das ist ein anderes Thema, da könnte man sich ja stundenlang drüber. Aber hier der Papst sagt, oder das Papsttum sagt, diese aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahre 2009, das ist schon 10 Jahre her, das ist also nicht mehr so aktuell, die eine Chance für ein radikales Umdenken sein. Und radikal ist dann so eine Geschichte, also da radikal habe ich immer schon so, ja, wenn sich jemand radikalisiert, ne, so wie damals zum Beispiel, das war Julius Caesar, wo sich dann also Dutzende von Menschen plötzlich blitzradikalisiert haben und Messer gefunden haben und dann auf Julius Caesar eingestochen haben, gesagt haben, Mensch, komm mal hier, du hast noch gar keine Tätowierung.
es ist alles Sarkasmus. Ich muss das jetzt sarkastisch verpacken, weil aus gewissen Gründen. Ne? Ich mache das jetzt alles, das ist alles jetzt Sarkasmus hier, was ich mache. Ne? Und um die positiven Entwicklungsmöglichkeiten der Globalisierung, da guck mal, da kommt dieses Wort schon, ja, richtig zu nutzen, soll sie mit einer Kultur der Liebe beseelt werden. Und da hat John Lennon gesagt, yo, ich habe das Lied zwar ungefähr 30 Jahre vorher geschrieben, aber der wusste das schon. Ne? Ich frage mich, ob du es kannst, sagt John Lennon. Ne? Also kein Bedarf für Neid oder Hunger und ach, eine Bruderschaft von Menschen. Stell dir vor, alle Menschen teilen alles in der Welt und du kannst immer noch behaupten, ich wäre ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige und ich hoffe, dass du zu uns stößt und die ganze Welt wird leben wie eine. Ja, guck mal. Und ich glaube, der Papst und John Lennon würden sich gut verstehen. Wenn ich mir das nächste Bild angucke, nicht, dass der Papst jetzt gelbe Unterseeboote, also das Foto ist leider schwarz-weiß, aber es ist ein Yellow Submarine drauf. Yellow Submarine Lied, was für Ringo Starr geschrieben worden ist, weil Ringo Starr nicht singen kann. Also ich habe was mit Ringo Starr gemeinsam. Aber das ist halt nur, dass wir beide nicht singen können. Und die beiden hier, George Harrison hinten links, der mit My Sweet Lord ja versucht hat, euch mit Halleluja zu ködern und dann nachher auf Hare Krishna umzuschwenken, was wir ja schon mal in der Folge von, glaube ich, Kate Bush behandelt haben. Und Ringo Starr hinten, das sind noch die, die sich im Hintergrund halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier die beiden Protagonisten vorne links Paul McCartney. Doppeltes 666-Zeichen, also heidnische Gottheiten anbeten, die aus Babylon kommen. Und noch vehementer ist da unser angeblicher Friedensapostel John Lennon, der da eben die zwei Teufelshörner zeigt, und zwar beides Mal, ne? Beide Seiten davon haben ja auch noch eine unterschiedliche Bedeutung dann, aber er flasht dann beide Seiten. So, und jetzt nochmal zu dem Songtext Imagine. Ja? Nochmal, die Beatles sind keine harmlose Teenie-Gruppe, sondern vielmehr ein Kalkül gewesen, um Teenager in den 60er Jahren massiv satanisch zu beeinflussen. Ja, mit Meditation, Drogenkonsum, mit den Texten hier, zum Beispiel Magical Mystery Tour, also wie gesagt, über die Beatles, wie viele Folgen soll man darüber machen? 50? Macht keinen Sinn, weil die Beatles selber auch heutzutage schon so ziemlich aufgedröselt sind von vielen, deswegen will ich da mal gar nicht rangeben, aber das Lied hat Peter Gabriel gesungen und dieses Lied ist kein Friedensappell. Dieses Lied ist ein Appell zur Aufgabe der Individualität. Ein Appell für die Globalisierung, ein Appell für eine Diktatur. Das ist das, was es eigentlich ist. Und was es noch ist, es ist ein blasphemisches Lied, es ist ein satanisches Lied. Alleine schon aufgrund der Zeile Imagine there's no heaven. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Und wenn er dann noch das satanische Zeichen zeigt auf dem Bild, auf dem Schwarz-Weiß-Bild da, ja, von John Lennon. Und dann auch noch der Ausspruch von ihm kommt, wir sind populärer als Jesus. Und noch einige andere Aussprüche, die in dieselbe Anspruchsrichtung gehen von ihm. Ja, dann könnt ihr eure Beatles-Platten auch entsorgen. Aber auch definitiv. So, und so viel zu Peter Gabriel und für heute und so viel dann zu John Lennon und den Beatles und noch einigen anderen Protagonisten für heute. Wir haben noch 6-7 Minuten, ich kann sie noch füllen, aber ich wollte jetzt halt einfach erstmal eine Meinung von dem Jörg haben, weil der die ganze Zeit recht still ist. Ja, ich bin recht still, weil ich sehr interessiert zuhöre zu dem, was du zu sagen hast. Ja, ich weiß nicht, ich habe letztens, glaube ich, die Dokumentation von David Bowie gesehen. Vielleicht dachte ich deswegen, dass wir den intensiver behandelt haben. Ja, das stimmt. Die habe ich auch gesehen. Ja, die ist ja, glaube ich, 1,5 Stunden auf Arte gewesen oder so. Und war ganz interessant, also hat ganz tiefe Einblicke gegeben. Plus wir haben ihn besprochen mit Kate Bush zusammen und so. Mhm. Von daher dachte ich, dass wir den schon hätten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so interessant wäre, da noch eine intensive Lesung drüber zu machen. Aber das heute hat ja wieder einige Abgründe aufgetan und das in der kurzen Zeit, in der wir uns erst damit beschäftigen, weil das war ja gerade erstmal jetzt die zweite Lesung von diesem Thema, also Peter Gabriel. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch viel, viel tiefer in den Kaninchenbau reingehen, wie ja das Mädchen in dem Zauberer von Oz ja auch. Und ja, du meinst Alice in Wonderland. Oder Alice in Wonderland, ja. Kaninchenbau, weiß ich nicht, wo das hier. Ja, stimmt, das Kaninchenbau ist Alice in Wonderland, ja.
Ich kenne diese ganzen Geschichten, ich habe da mal von Das gehört, aber habe sie nie kommt gelesen. sogar noch in der Lesung von Peter Gabriel vor. Ja, ich werde mich auch mit solchen Sachen nicht in der Zukunft nicht beschäftigen. Ich habe viel zu viele andere wichtige Dinge zu tun, als mich mit so einem Quatsch zu beschäftigen. Aber es ist immer schön, wenn Ja. man weiß, wo irgendwie was mal ein bisschen drin vorkommt. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit hier das Bild von diesen Beatles mit eingeblendet und obwohl ich mich beinahe übergeben muss, nur weil ich dieses Bild einblende, halte ich es trotzdem im Video jetzt fest, weil ich den Leuten mal die Gelegenheit geben will, das ein bisschen einsinken zu lassen. Das ist offener Satanismus, der uns da projiziert wird. Und Ja, das ist Ende der 60er Jahre, meine Lieben. Das ist 50 Jahre her. Ja? Und heute machen sie es noch viel offensichtlicher. Ich meine, ich gucke kein Fern. Ich gucke keine Musikvideos. Aber Ausschnitte, die ich gesehen habe, eben weil ich mir manchmal, aus welchem Grund auch immer, da Videos angucke, wo Leute dann irgendwelche Dinge bloßstellen, wie wir das hier mit der Gender-Agenda oder satanischen Musikagenda auch machen. Da guckt man sich halt mal Videos an von Katy Perry und Rihanna und wie sie nicht alle heißen. Ich kann da 5 Minuten oder 5 Sekunden besser gesagt zugucken, da wird mir schlecht. Der wird mir körperlich schlecht. Und wenn ich hier die Beatles sehe, wird mir auch schlecht. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man muss sich mal die Texte auf der Zunge zergehen lassen. Let it be. Mother Mary, come to me. Mutter Maria, komm zu mir. Ich meine, wo sind wir? Weißt du, die Leute, und das ist das Problem, du hast das kurz angeschnitten und man sollte da vielleicht mal ein bisschen mehr den Nachdruck drauflegen. Die Leute sind so simpel. Sie singen die Texte mit, sie brüllen die Texte mit, weil die Worte leicht sind, aber sie verstehen sie nicht. Sie lassen die Bedeutung der Worte nicht einsinken. Und gerade George Harrison mit seinem Hare Krishna war ein absolut perfektes Beispiel, wie er von Halleluja, My Sweet Lord, Halleluja, bla bla bla, umschwenkt auf einmal Hare Krishna und dann seine 25 Hare Guru, Hare, was weiß ich nicht alles da erzählt. Das war so ein wahnsinnsgutes Beispiel und die Beatles machen es auch. Und dann machen sie so ein Bild, wo sie so damit auskommen, sondern dem Motto von, ach Leute, wir machen doch nur Spaß. Wir wollen doch nur spielen. Der Teufel will auch nur spielen. Das Problem ist, der Teufel fragt für sein Spiel, das er mit euch spielt, einen Einsatz. Und die Frage ist, seid ihr bereit, den Einsatz zu zahlen? Ich für meinen Teil bin nicht bereit, den Einsatz zu zahlen, denn der Einsatz, den der Teufel fragt, ist deine Seele. Und mit der Seele meine ich, dass man hier im weltlichen, wo wir im Augenblick sind, im körperlichen Leben, das Geistige von sich abweist, die Bibel von sich abweist, Gott von sich abweist und sich dem zuwendet, was man hören, sehen, riechen, schmecken und anfassen kann. Dass man sich dem Materiellen ergibt und dass dadurch der Geist abstirbt. Das will der Teufel. Weil wenn du dich hier auf dieser Welt nur dem Materiellen widmest, dann wirst du in der nächsten Welt im Feuersee enden. Und da der Teufel weiß, dass er dort enden wird, weil der kennt die Bibel besser als jeder Mensch, glaub mir. Und er weiß, was sein Ende sein wird. Genauso wie die Dämonen, die wissen es auch. Ich habe jetzt die Stelle, ich habe die Bibel zwar hier vor mir liegen, habe die Stelle jetzt aber nicht. Ich glaube, es ist im Matthäus-Evangelium irgendwo, wo Jesus Christus einem Dämonen begegnet. Und der Dämon sagt ganz einfach: Sag mal, Jesus, was machst du denn hier? Ist meine Zeit doch noch gar nicht. Nein, er weiß, dass es seine Zeit noch nicht ist, aber er weiß, dass seine Zeit kommen wird. Der Teufel weiß auch, dass seine Zeit kommen wird. Und der Teufel will nicht gerne alleine sein. Der will euch alle mitreißen. Und er gebraucht alle möglichen Mittel, um euch mit ins Verderben zu reißen, um euch von dem schmalen Pfad der Erlösung, auf dem Jesus Christus ist und dem ihr als einzigen Schäfer folgen sollt, davon wegzubringen auf die Yellow Brick Road, auf die große, breite Straße des Verderbens, auf den Broadway. Das hat seinen Sinn, dass die Straße in Manhattan so heißt. Hat noch kein Mensch drüber nachgedacht, warum das Broadway heißt. Weil du da sehr viele Häuser hast, Lichtspielhäuser, Theater und all diese ganzen Dinge, dass wenn du da reingehst, wo du alles in deinen Kopf reingedröhnt bekommst, alles außer der Wahrheit, außer der Bibel.
Und wenn wir die Bibel kennen und wenn wir wissen, dass wir einen geistigen Kampf führen, dass wir gegen im Grunde übermächtige Mächte kämpfen, wie es in Epheser Kapitel 6 ab Vers 10 beschrieben steht, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, weil wir kämpfen eben gegen Gewalten, gegen Mächte und Gewaltige in dieser Welt. Ja? Wenn wir das begriffen haben, dann wollen wir nicht mehr an dem Broadway, dann wollen wir auf den Small Way, dann wollen wir auf den kleinen Pfad der Erkenntnis kommen mit Jesus Christus. Und genau davon will der Teufel uns mit all seinen Tricks abhalten. Und solche Leute, wie die, die ihr hier im Bild seht, die sich als Musikgruppe die Beatles zusammengetan haben, das sind vielleicht Menschen, mit denen man Mitleid haben sollte. Aber es sind Menschen, die von einem Geist beseelt sind, der nur verderben will. Weil er weiß, dass er verdorben ist und dass er ins Verderben geht, dass er in den Feuersee geworfen wird. Und die einzige Genugtuung, die er hier auf dieser Erde erreichen kann, ist zu wissen, dass er so viele wie mögliche unschuldige Seelen mit sich mitnimmt, dass er eben nicht alleine ist. Tja. Ja, und ich glaube auch, der große Unterschied ist, der Teufel weiß es und die Dämonen wissen es. Ja, ja, super. Dass sie nur eine kurze, ja, natürlich. Das ja, ja, die. Dass sie nur eine kurze Zeit haben. Aber die Menschen, die meisten Menschen, zumindest die, die die Bibel nicht lesen, die wissen es nicht. Das ist der große Unterschied zwischen einem Geistwesen, was Zugriff hat auf eine ganz andere Ebene, drücke ich mal so aus, ja, und ja, zwischen Dimensionenebene, ja, wie auch. Ja, 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 und zwischen einem Mensch, der halt sterblich ist und der dann halt von dieser Welt halt möglichst viel mitnehmen will, sozusagen, und in dieser Welt lebt. Und der wird halt durch diese Seite massiv ausgenutzt. Massiv. Also egal, wen wir jetzt hier haben, da sage ich zwar so salopp, den könnt ihr abhaken. Im Endeffekt sind das alles ganz, ganz arme Seelen. Ja, die haben ihr ewiges Leben eingetauscht gegen ein Leben in Saus und Braus. Ja, und Saus und Braus hat beispielsweise mit Wind zu tun und Satan ist der Fürst der Winde. Also man hat, wenn man mit Symbolik sich beschäftigt, es geht sowas von ruckzuck. Man könnte für über Peter Gabriel 1000 Seiten voll machen, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, ich will den biblischen Bezug herstellen und ich möchte halt letzten Endes auch zeigen, deswegen haben wir auch die erste Folge direkt gemacht mit dem Bibelzitat über die Eulen. Wenn ihr die Bibel lest, dann kommt ihr schneller zur Wahrheit als alles andere. Denn wenn ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr die Lüge demaskieren. Anders arbeiten wir hier auch nicht. In welcher Lesung und in welchen Formen und in welcher Sprache auch immer. Wenn du die Wahrheit kennst, dann fällst du auf die Lüge nicht mehr hinein. Kennst du die Wahrheit nicht, gibt es immer irgendeinen Trick, der dich davor bewahrt, zur Wahrheit zu kommen. Und in dem Moment, wo du die Bibel hast und bibelfest bist oder möglichst viel Bibelwissen, wirkliches Wissen hat, wirkliche Weisheit hast und die Furcht vor dem Herrn, die Furcht vor dem Schöpfer, die Ehrfurcht, muss man sagen, die Ehrfurcht ist der gemeint, ja? Nicht irgendwo im Winkel verkriechen und sagen, bitte, bitte tu mir nichts, sondern die Ehrfurcht, einfach zu sagen, boah, also ich akzeptiere meinen Schöpfer als meinen Herrn und Meister. Ja, die Ehrfurcht, diejenige ist der Beginn der Weisheit, steht in der Bibel drin. Und deswegen lieben wir halt einfach unseren Herrn so, weil er uns in diese Weisheit führt. Ohne diese Weisheit, ohne den Heiligen Geist, ohne halt die Bibel, ohne den Glauben an Jesus Christus könnten wir diese Lesungen und auch die anderen Lesungen überhaupt nicht machen, weil wir dann auch ein völlig hilfloses Irgendetwas sind im tobenden Meer da draußen. Es geht nur, wenn man die Wahrheit kennt, dann kann man die Lüge benennen. Und deswegen habe ich mir hier auf die Fahne geschrieben, das halt einfach mal für die Musikagenda zu tun, weil das halt auch wirklich Sinn macht. Und in der nächsten Folge kann ich euch sagen, geht es natürlich um, na, um Peter Gabriel, aber auch um viele andere. Schaut mal, wir haben jetzt in dieser Folge abgehandelt Peter Gabriel, wir haben abgehandelt King Crimson, also Robert Fripp, da könnte man ihn auch mal untersuchen. Wir haben abgehandelt Christy Burke, wir haben abgehandelt Beyoncé, wir haben abgehandelt John Lennon, wir haben abgehandelt die Beatles, ja? Zack, 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 das geht rucki zucki, wenn man es will. Wenn man nachher einmal die Symbolik drauf hat, wenn man einmal deren Sprache kennt und einmal die Wahrheit kennt, dann kann man die Lüge aufdecken, und zwar ruckzuck, wie beispielsweise mit Don't Pay the Ferryman. Das ist eine Sache, die kostet einen später nachher nur noch ein Lächeln.
Und wir wollen dem Chris de Burgh nichts. Ja? Wir müssen für Chris de Burgh beten. Aber er hat mit diesem Songtext bewusst Menschen irregeleitet. Das ist das Problem dabei. Er ist einer derjenigen, die Protagonisten, die ihr am Anfang und ich natürlich auch völlig unbescholten gedacht habt und gedacht, ah, Chris de Burgh, ja gut, der macht so Musik für meine Mutter. Ne? Lady in Red und so. Ne? Ja, alles so ganz okay. Nein, ist nicht. Die haben alle ihre Agenda, die haben alle ihre Sachen, die die machen müssen und die müssen ein Lied über irgendwelche Themen schreiben und warum auch immer. Aber wir sind hier, um die Bibel hochzuhalten und zu sagen, okay, dann müsst ihr uns eben fertig machen, dann müsst ihr eben aus uns eindreschen und 500 Daumen runter und ganz wenig Zugriffe und was weiß ich alles. Ja, und wir erzählen trotzdem die Wahrheit. Es wird immer ein ganz, ganz geringer Anteil von Menschen sein, die die Wahrheit lieben und die Wahrheit hören und vor allen Dingen die Wahrheit vertragen. Denn wenn du den Geist nicht hast, den Heiligen Geist nicht hast und an Jesus Christus nicht glaubst, kannst du die Wahrheit nicht ertragen. Und deswegen schlägst du auch mit der Wahrheit alles in die Flucht. Ja, und das ist eben das, was wir hier versuchen. Wir versuchen, euch auf die Seite zu ziehen mit der Heiligen Schrift. Und deswegen liebe ich es immer, wenn Jörg diese Sendung beendet. Lest eure Bibel. Maranatha.